zweite heimatlose Prinz der junge Henlei zu Westerburg befindet sich seit nunmehr 3 Jahren im Exil seiner neuen Heimat. Genauer gesagt ist er seit der Vertreibung seiner Familie aus Sindarin nun in Xankok stationiert. Er lebt unweit des Hauses Petschabon in seinem eigenen kleinen Appartement an den Berghängen oberhalb der Stadt. Zu seinen Nachbarn zählt insbesondere sein bester Freund, Sphinx Galactic, der nun ebenfalls hier lebt. Seine Freundin Svenedi ist mittlerweile bei den Petschabons fest angestellt. Da hat sich diese Lösung angeboten. Es sind schwere Zeiten für den jungen Prinz. Repressalien aller Orten. Selbst Henleis Schule, das Alanis Kollege der angewandten Wissenschaften in Lyporo, ist ihm seit einem Jahr verschlossen. Durch ein neues imperiales Dekret wurden alle Ruber der Schule verwiesen. Henlei selbst, als einziger Schüler vom Indi, musste ebenfalls seine Koffer packen. Der wahre Grund besteht wohl eher darin, dass er ein zu Westerburg ist. Henleis Popularität war manchen ein Dorn im Auge. Regis Fekta hat auf das Entschiedenste protestiert. Er befindet sich jetzt in Frührente. Ein Schicksal, das er mit seiner ehemaligen Sekretärin, Hippolyta Schabernack, teilt. Neuer Direktor des Alanis ist heute kein geringerer als Jubomir Elif, streng linienkonforme Untertan ihrer Majestät und ehemaliger Lehrer im Fache Militärtechnik. Dieser ist kein Unbekannter für Henlei. Hat er ihn doch seit Stunde null so gut es ging gedemütigt. Das Sekretariat ist seither unbesetzt. Elif ist ein Mann der Tat, der gerne alles selber macht. Offiziell hat den Posten nun Helga Rottweil inne, im Hauptberuf persönliche Assistentin von Bafel Rebel Cove. Es sind eh meist nur noch schülertreue Monarchisten auf dem Internat, da gibt es wenig zu tun für das Sekretariat. Aber bei Schulbeginn oder zu offiziellen Anlässen steht die graue Maus breit grinsend neben Elif parat. Bart Garapetsch Abon, Henleis Freundin, ist ebenfalls kein Schüler des Alanis mehr. Nachdem Henlei ehrenhaft von der neuen Chefsekretärin entlassen worden ist, hat auch sie beschlossen, das Kollege zu verlassen. Seither unterrichtet sie beide, Henlei und Sphinx, gemeinsam, privat. Alle drei haben somit streng genommen keinen Schulabschluss vorzuweisen. Aber in diesen schwierigen Zeiten gibt es Schlimmeres. Mikkel Silva, Henleis guter Freund seit ihrem gemeinsamen Abenteuer auf dem Fex vor 6 Jahren, ist mittlerweile vollständig mit dem Tunnel verkabelt. Er ist nur noch oben am Ringbeschleuniger anzutreffen. Dieser ist seit 2 Jahren militärisches Sperrgebiet und für Normalsterbliche unerreichbar. Der Fette und sein Azubi halten das Ding aber sauber am Laufen. Das neue Überwachungskollege kotzt ihn einfach nur an. Wäre das Alanis noch das, was es einst war, so würde er sich bestimmt öfters hier unten blicken lassen. So aber sind Mechathek-Pendeleien hin zum Fix und zurück seine einzigen Reisen. Nial braucht eben ständig neue Helferlein. Mikkels Situation ist menschlich betrachtet suboptimal. Die Gefahr der Vereinsamung besteht. Wird er seinem Onkel immer ähnlicher? Man kann hier nur das Beste für den jungen Telematiker hoffen. Ein weiteres Problem Henleis ist, dass sein Vater mittlerweile unter Hausarrest steht. Allen Protesten zum Trotz ist ihm das Reisen untersagt. Er darf sich zwar auf Barkrime frei bewegen, aber alles Interplanetarische, geschweige denn Interstellare, ist strengstens verboten. Henlei hat somit keine Chance, seine Eltern zu sehen. Videokonferenzen in Echtzeit sind offiziell zu teuer und damit untersagt. Er kann also mit seiner Familie nur kurze Botschaften offline hin und her transferieren, immer mit der Gefahr eines Mitlesers. Man gewöhnt sich an einiges, aber dies ist schon eine starke Einschränkung. Alles in allem kann man davon ausgehen, dass Henlei sein neues Dasein nur deshalb leidlich erträgt, weil er eine neue Heimat im Hause Petschabon gefunden hat. Seine Freundin Bart Kara und sein bester Freund Zwino helfen ihm über die meisten Hindernisse hinweg. Dennoch kocht es im jungen Prinz. Die Zeit ist reif für eine Revolution.